Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie war denn für Sie das Lebensgefühl, was Sie damals hatten? Welche Musik hatten Sie meistens in den Ohren? Was war das für Sie für ein Jahr 1968? Und als erstes begrüße ich jetzt den Mann, den wir vorhin am Ende der ersten Stunde schon mal angesprochen haben, Dennis Hart. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, ich grüße auch ganz herzlich alle Zuschauer des SWR. Herr Hart, Sie haben uns ja ein wunderschönes Foto geschickt von Ihrer Band aus dem Jahr 68. Ja. Verraten Sie uns denn auch, wer Sie sind? Ich bin ganz rechts zu sehen. Ganz rechts, ganz seriös, noch schön mit Pullover und Schlips sogar, sehe ich das richtig? Ja, richtig. Okay, und was war das für eine Band? Was haben Sie für Musik gemacht? Wer war Ihre Konkurrenz? Also wir waren eine, was es ganz oft damals natürlich gab, eine typische Schülerband. Aha. Wir waren alle auf dem Gymnasium. Musikrichtung? Das war so, Rhythm and Blues, Jimi Hendrix, Cream. Okay. Auch schon mal Pink Floyd. Ganz. Und die mussten sich dann warm anziehen, weil sie dann die erste Europatournee gestartet haben? Naja, Europatournee wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber wir sind 1968 im Sommer nach Ungarn gefahren und dort Konzerte gegeben. Das ist doch großartig. Hat sie die Musik auch weiterhin begleitet in ihrem Leben? Ja, die, was damals völlig ungeplant war, Musik als Beruf war damals überhaupt noch eigentlich nicht denkbar. Ja. Es gab auch nicht solche Musikschulen und solche Ausbildungen wie heute. Ja. Musik als Beruf kam also für uns eigentlich gar nicht in Frage. Hat aber geklappt. Und ich, bei mir ist nun die Musik nun doch zum Beruf geworden, bis heute. Ja, hier sehen wir, das ist das eigene Studio im Hintergrund anscheinend, oder? Ja, genau. Ja, wunderbar, das ist doch richtig gut gelaufen für Sie. Bedanke ich mich für die schöne Geschichte aus Ihrer Zeit. Ihre Lieblingsband von damals, neben Ihrer eigenen? Lieblingsband, das sind so viele. Small Faces fand ich übrigens auch gut. Okay, vielen Dank für den Anruf. Okay. So ein bisschen ganz andere Geschichte im Vergleich jetzt zu diesem kleinen musikalischen Ausflug. Da hat uns das Ehepaar Schwarzer zu erzählen.